Kein Auto verbindet so viele Generationen wie der VW Golf. Seit 1974 ist er bereits auf dem Markt und jetzt kommt die 8. Produktgeneration zu uns, beziehungsweise sollte schon seit Dezember eigentlich im Verkauf sein. Im Moment stockt so ein bisschen die Auslieferung, aber nichtsdestotrotz, ich habe ihn jetzt bekommen und wir haben ihn jetzt auch hier in Limonengelb Metallic steht er da. Der VW Golf der 8. Produktgeneration 1,5 E-TSI, den wir uns genauer anschauen. Wir schauen ihn uns natürlich von außen an, wir schauen ihn uns von innen an. Wir schauen uns die Platzverhältnisse an, auch für Familienväter wie euch da draußen. Für welche Generation ist er denn wirklich geeignet und ist er immer noch für jede Generation und intuitiv, wie wir es kennen, oder ist er jetzt völlig durchgeknallt? Schauen wir uns auch einfach mal an. Wichtig ist, bleibt dran, abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert unten. Nicht vergessen, ich möchte wissen, was ihr zu dem Auto sagt. Und damit starten wir jetzt. Viel Spaß mit dem VW Golf der 8. Produktgeneration. Wir schauen uns den VW Golf der 8. Produktgeneration jetzt einmal von außen genauer an. Die Front ist nämlich das, woran man den neuen Golf in der Tat am ehesten erkennt. Es gibt jetzt frische Scheinwerfer, glattflächigere Anbauteile. Wir haben jetzt hier alles aerodynamisch angepasst, sodass der CW-Wert auch merklich besser geworden ist. Wir liegen jetzt bei einem CW-Wert von 0,27. Wir haben jetzt hier Voll-LED-Scheinwerfer ab Werk. Hier sind die IQ-Light-Scheinwerfer verbaut. Das heißt, es befindet sich ein Matrix-LED-Scheinwerfer. 22 LED-Module sind pro Scheinwerfer verbaut, die dafür sorgen, dass man ein blendfrei in der Nacht durch die Gegend fährt. Der Gegenverkehr wird ausgekegelt etc. Eine hervorragende Lichtausbeute. Auf alle Fälle, die über 1000 Euro sollte man hier investieren. Die Front ansonsten, man erkennt meiner Meinung nach auch den Golf zu jeder Zeit. Das Tagfahrlicht, wie gesagt, sehr schön. Wir haben jetzt von den Dimensionen hat sich gar nichts verändert. Warum? Das ist jetzt die große Frage. Ganz klar. Wir stehen nämlich weiterhin auf dem MQB, also auf dem modularen Querbaukasten, auf dem auch der 7er Golf steht. Und somit hat sich hier eigentlich gar nichts verändert. Die Abmessungen sind gleich geblieben. Wir haben immer noch ein 4,28 Meter langes Kompaktfahrzeug vor uns stehen. Auch Radstand ist identisch geblieben, Breite ist identisch geblieben mit 1,71, Höhe mit 1,45 auch identisch. Heißt, der Golf 8 ist im Grunde ein erweitertes Produkt des Golf 7, was wir sehen. 17 Zoll Räder sind hier drauf. Wir haben ein adaptives Fahrwerk hier zusätzlich verbaut. Natürlich typisch Golf, große Fensterflächen, die dafür auch sorgen, dass man im Innenraum einfach mehr Licht hat. Am Heck dann wiederum eine weitere Evolution des Golf-Designs, was wir hier haben. Wir haben neue Rücklichter, die jetzt hier geteilt sind durch die Heckklappe. Wir haben das neue Volkswagen-Logo und hier angedeutete Abgasendrohrblenden. Ich persönlich mag es immer noch nicht, diese Fake-Auspuffrohrblenden. Dennoch würde ich jetzt einfach mal sagen, was hier hinter der Klappe steckt, das ist jetzt das Entscheidende und das schauen wir uns jetzt aber auch an. Ja, der Kofferraum von unserem Golf 8 ist im Wesentlichen
identisch groß wie beim Golf 7. Ja, was bedeutet das? Wir haben 380 Liter Standardvolumen, erweiterbar auf maximal 1270 Liter. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden, der sehr praktisch ist. Der ist sehr stabil auch ausgeführt. Praktisch, wir können den einfach nach oben klinken, dann bleibt er hier stehen. Darunter befindet sich hier der Subwoofer von unserem Harman Kardon Soundsystem. Ansonsten leider kein Stauraumpaket, sodass wir da hier noch irgendwo was reinlegen könnten. Da passen wirklich nur weiche Sachen rein, die da nicht lose rumfliegen. Bisschen schade, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Praktikabilität gewünscht. Den nach unten, dann schauen wir mal, was unsere Reisetasche hier so macht. Die stellen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir mit so einer Reisetasche, von der Tiefe ist das Ganze eigentlich schon ja, fast ausgenutzt. Für die Familienväter unter euch die Abmessungen. Wir haben 100 cm Breite, wir haben 45 cm Höhe unter der Laderaumabdeckung hier und eine Laderaumtiefe von 75 cm. Der Laderaum ist natürlich erweiterbar durch die umlegbare Rückenlehne im Verhältnis 1/3 zu 2/3. Wenn wir das machen, dann müssen wir dieses tatsächlich so machen, da es keine Fernentriegelung gibt, dann fällt sie und wir haben eine fast ebene Ladefläche und eine maximale Ladelänge hinter dem Beifahrersitz von 1,75 m. Wir setzen uns in den Fond des VW Golf 8 und zwar mit meinen 1,78 und etwas mehr Körperfülle, wie wir das kennen. Also, ich sitze hier sehr kommod, schön ausgeformte Polster. Gut, nichtsdestotrotz, schauen wir einfach mal. Kniefreiheit, ja, passt mit, der Sitz ist natürlich auf mich eingestellt, das ist ganz klar. Ja, Kniefreiheit also passend, Füße passen wunderbar unter den Vordersitz, Kopffreiheit. Mehr als ausreichend. Wir haben auch kein Glaspanoramadach. Isofix haben wir an den Außenpositionen mit Klappe statt Kappe, wie der Kollege Bernd Konrad immer so schön sagt. Das ist sehr gut zugänglich. Wunderbar. Da passen die Kindersitze auch einwandfrei rein. Reboarder-Kindersitze oder Maxi-Cosi-Schalen passen hier auch gut hin. Allerdings, naja, dürfte ein bisschen mehr Kniefreiheit für solche etwas platzraubenderen Installationen erforderlich sein. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole zwei Luftausströmer. Wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik, die wir hier einstellen können von der Temperatur. Wir haben eine Sitzheizung außen und wir haben zwei USB-C-Anschlüsse da unten. Denkt dran, Adapter mitzunehmen, sonst schreien die Kinder. Dann haben wir sehr praktische Sitztaschen hier angebracht. Wir haben hier einmal ein großes Täschlein, wo dann A4 oder Magazine unterpassen. Zwei zusätzliche Taschen sind hier noch untergebracht. Da passen die Smartphones perfekt rein oder Sonnenbrille und Kleinkramzeugs. Sehr, sehr praktisch. Jetzt schauen wir uns aber viel wichtiger an, natürlich den Fahrerposition und den Innenraum. Ich habe mich jetzt hinter das Lenkrad in unserem Golf 8 gesetzt. Sitzen tue ich übrigens auf Ergo-Active-Sitzen. Das heißt also ergonomisch ausgeformte Sitze. Die haben sehr viel Seitenhalt, haben eine ausziehbare Schenkelauflage plus Massagefunktion und sind AGR-zertifiziert. Das heißt Axo gesunder Rücken, rückenschonendes Reisen hier im Fahrzeug, entspanntes Reisen. Ist wirklich toll. Die Sitze sind wärmstens zu empfehlen. Zusätzlich gibt es nämlich auch eine elektrische Sitzverstellung. Ja, aber wichtiger ist viel mehr, was sich hier drinnen getan hat. Eine Revolution hat hier stattgefunden im Innenraum. Wir haben jetzt tatsächlich eine riesige Leiste, sage ich jetzt einfach mal, so eine schwarze Leiste. Es gibt hier außer am Lenkrad keine physischen Knöpfe mehr, mit Ausnahme der Warnblinkanlage. Die ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass das eine normale Taste ist. Deswegen ist diese noch physisch vorhanden. Auf der linken Seite hat man jetzt eine Licht- und Sichtinsel installiert. Das heißt also, der Lichtschalter ist weg. Was anderes ist jetzt hier tatsächlich auf eine Touchfläche gekommen. Wir können die einzelnen Lichtsequenzen hier durchschalten. Funktioniert aber auch nur im Stand. Es gibt eine Schlechtwetterlichtfunktion und es gibt eine Nebelschlussleuchte natürlich. Und die Defrostung der Windschutzscheibe vorne oder der Heckscheibe findet auch hier ihre Funktion. Jetzt kommen wir aber zum
eigentlichen Hauptteil. Fangen wir an mit dem Kombi-Instrument. Das Kombi-Instrument ist auch immer voll digital im Golf 8. Mit 10 Zoll Größe und auch individuell anpassbar. Das sehen wir jetzt hier, und zwar können wir über die View-Taste können wir uns verschiedene Anzeigemöglichkeiten herholen. Wir haben jetzt die Assistenzansicht, können aber die einzelnen Inhalte der Kacheln, die wir hier haben, auch über das Multifunktionslenkrad verschieden einstellen. Wir können das uns auch komplett wegmachen, dass wir eine beruhigte Ansicht haben zum Beispiel. Dann eine weitere View-Taste, dann haben wir die Navigationsansicht oder aber wir holen uns noch eine beruhigtere, da haben wir nur die Geschwindigkeit und die Verkehrszeichenanzeige da. Der weitere Punkt ist dann klassisch die Rundinstrumente. Ich finde, die Rundinstrumente sind allerdings nicht so übersichtlich, ich finde fast schon ein bisschen klein. Auch die Skalierung hier ab 140, naja, das wird irgendwie nicht so ganz schön, auch wenn wir die Anzeige der Geschwindigkeit digital da unten haben. Na gut, muss man mögen. Ganz klare Sache. Die Farben können wir uns hier im Monitor einstellen. Das hat mit der Ambiente-Lichtbeleuchtung zu tun. Ich habe jetzt einfach mal grün gewählt. Einfach, weil ich grün mag, aber hat keinen weiteren Hintergrund. Wir haben ein komplett neues Dreispeichen-Lederlenkrad hier verbaut. Mit kapazitivem Lenkkranz, heißt berührungsempfindlich für den Travel Assist. Das heißt, wir müssen die Hände nicht die ganze Zeit am Lenkrad halten, wenn wir den Assistenten nutzen, sondern wir brauchen die Hand nur noch leicht anlegen. Das ist ganz nett gemacht. Wir haben hier links die Besteuerung des Tempomaten und des Abstandsregeltempomaten sowie des Travel Assist sowie die Lautstärkenregulierung des Audios. Audio Track Skippen kommt dann auf der rechten Seite. Die Lenkradheizung ist hier oben und die Bedienung, Sprachsteuerung und Kombi-Instrument. Schwenken wir einmal nach rechts und dann sind wir im neuen Mediasystem. Discover Pro ist hier verbaut, 10 Zoll groß. Serienmäßig ist der Screen 8,25 Zoll groß. Dann haben wir aber auch natürlich kein Navigationsmodul. Da haben wir dann lediglich die Option, uns Apple CarPlay reinzuholen. Wer sich das Navigationssystem Media, Discover Media oder Discover Pro reinholt, der bekommt dann den großen 10 Zoll Bildschirm. Die Steuerung mit dieser Touchbar ist auch bei allen Varianten vorhanden. Ob man das jetzt mag, ist eine große Frage. Ob es intuitiv ist, ist die nächste Frage. Ich finde es weniger intuitiv. Ich finde es für die Golf-Klientel vielleicht jetzt tatsächlich ein sehr entscheidendes Argument, ob man dieses Fahrzeug noch kauft oder nicht kauft. Das wird gerade für die ältere Generation auf alle Fälle ein Kaufargument sein, pro oder contra. Die Jüngeren werden sich darauf stürzen, finden das toll, kennen das. Es ist wie ein Tablet aufgebaut. Es ist ja halt einfach wirklich voll digital. Und die Frage ist, wer jetzt nicht so digital unterwegs ist, der wird mit dem Golf vielleicht jetzt auch nicht mehr so glücklich werden. Aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Wir haben die Klimasteuerung, ist jetzt in das Ganze integriert worden, in den Bildschirm. Wir haben lediglich hier 4 Direktwahltasten um den Warnblinker herum gruppiert. Und zwar einmal die Wahlmöglichkeit der Assistenzsysteme. Ich finde diese Auflösung hier sehr schön. Wir können jeden Assistenten einzeln anwählen. Hier den Abstandsregeltempomaten, den wir einstellen können. Wir können hier dann den Spurwechselassistenten konfigurieren. Wir können hier den Müdigkeitserkennung aktivieren oder deaktivieren. Hier geht es in die Schildererkennung rein. Das heißt also, wir haben hier auch den Front Assist natürlich, können wir einstellen. Das finde ich sehr schön gelöst, weil man da dann relativ direkt weiß, was Sache ist. Aber genau jetzt sehen wir schon ein kleines Problemchen, denn dieses Menü poppt hier immer wieder auf, was von oben nach unten runterfällt. Finde ich unschön. Zurück geht es dann hier über die X-Taste, das ist diese Home-Taste quasi. Dann haben wir hier die einzelnen Kacheln, wo wir die einzelnen Systeme einstellen können. Oder wir haben hier einen schönen Homescreen, den ich persönlich sehr mag. Kleine Kartenansicht, Media und Direktmöglichkeit für Apple CarPlay oder die Fahrzeugeinstellungen. Klimabedienung. Haben wir die Möglichkeit, hier ins Klimamenü wieder reinzugehen über den Direkt-Button. Dann haben wir das klassische Klimabedienteil, so wie wir es kennen sollten. Ja, wir können also hier dann tatsächlich auch an dem Bildschirm die einzelnen Einstellungen vornehmen, wo die Lüftung denn hingehen soll.
wie wir das gerne hätten. Klimaanlage aktivieren oder aber die Lüftungsintensität regulieren. Die Sitzheizung können wir auch direkt einschalten. Oder wenn wir eben nicht in diesem Menü drinnen sind, dann haben wir eben hier eine Touchbar. Mit der Touchbar können wir die Temperatur regulieren, entweder per Swipen oder per Drucktaste, genauso auf der rechten Seite. Und in der Mitte haben wir dann die Möglichkeit, die Audioanlage lauter oder leiser zu regulieren. Wir können das Ganze auch via Sprachsteuerung eingeben, indem wir ihm Sprachkommandos geben. Ich habe das aktuell deaktiviert und zwar mit Hey Volkswagen habe ich dann die Möglichkeit, den Sprachkommando zu geben, was ich gerne vornehmen möchte. Ich kann den Radiosender ändern, ich kann die Sitzheizung anschalten, deaktivieren oder die Temperatur regulieren, je nachdem, was mir gerade nötig ist für die Bedienung. Ist auch praktisch, weil ansonsten würde das Ganze durchaus mehr vom Fahrgeschehen ablenken. Nächste Modi, die wir hier unten haben, ist natürlich das Park-Modi, Park-Menü. Wir haben hier die Einparkhilfe und den Parkassistenten. Wir können es dann jeweils auswählen oder aber die jeweiligen Fahrmodi von dem dynamischen Dämpfersystem können wir hier uns die einzelnen Modis herholen. Sehr praktisch während der Fahrt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben hier unten eine Induktivladeschale, da können wir unser Smartphone reinlegen und laden. Zwei USB-C-Anschlüsse sind hier unten. Wichtig ist also, denkt dran, wenn ihr unterwegs seid, so wie ich, dann braucht ihr immer noch einen kleinen Adapter, damit ihr das Ganze nämlich nutzen könnt, richtig? Schaut zwar eigentlich auch irgendwie ein bisschen dämlich aus, aber großer Vorteil, wer zum Beispiel ein Apple-Gerät nutzt, wie meine Wenigkeit, Apple CarPlay funktioniert jetzt übrigens wireless. Das heißt also, das Ganze funktioniert per Bluetooth und WLAN. Einfach reinlegen in die Ladeschale und schon habt ihr Apple CarPlay hier. Nächster Punkt, wir haben hier natürlich ein Doppelkupplungsgetriebe und das ist jetzt Shift by Wire. Das heißt, es ist ein elektronisch angesteuertes Getriebe und deswegen ist der große Wählhebel entfallen. Und wir haben jetzt hier nur noch einen kleinen Stick, den wir hier tatsächlich aktivieren oder wählen. Das funktioniert auch ohne Probleme, einwandfrei. Dafür gibt es keine Fehler. Start-Stopp ist hier unten, muss ich allerdings zugeben, den habe ich schon des Öfteren gesucht und da habe ich mich mit der Parktaste verwechselt. Dann haben wir hier die elektronische Parkbremse, eine Auto-Hold-Funktion, noch eine kleine Ablage. Da können wir den Schlüssel reintun. Übrigens, das ist der neue Schlüssel hier. Der ist tatsächlich jetzt auch hochglänzend und hat hier so eine Gummi-Oberfläche. Ob man es mag oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde ihn okay. Hier liegt jetzt erstmal mein Kabel zum Laden, weil ich das doch immer noch brauche für andere Telefone. Wir haben hier einen Cupholder, der verstellbar ist. Wir haben hier noch eine 12-Volt-Buchse untergebracht und das Induktivfeld für den Schlüssel. Wenn er denn nicht mehr erkannt wird, dann legen wir ihn hier hinein und er ist erkannt. Eine Armauflage, die hier verstellbar ist in Höhe und verschiebbar. Dann noch ein Ablagefach. Ja, mehr würde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, außer lass uns einsteigen zusammen und fahren. Ach, ich habe was ganz vergessen. Was jeder Golffahrer übrigens ab sofort benötigt. Volkswagen, bitte zuhören und ausliefern. Nicht vergessen, Staubwedel, weil diese Displays sind von Blütenstaub und sämtlichen Staub komplett zugesetzt. Schaut grausig aus. Also, dran denken. Staubwedel nicht vergessen. Unter der Haube von unserem VW Golf 1.5 e-TSI arbeitet ein 1,5 Liter Vierzylinder, dessen Motorhaube wir hier tatsächlich erst einmal kräftig nach oben stemmen müssen und sie dann mit einem Stab arretieren müssen. Liebe Volkswagen-Leute, bei Skoda geht das auch mit einem Lift. Warum bei euch nicht? Gut, aber wahrscheinlich schauen zu wenig Kunden einfach hier unter die Motorhaube. Keine Ahnung. Aber das könnt ihr mir vielleicht unten drunter schauen, also schreiben. Wie oft schaut ihr denn unter die Motorhaube? Nur wenn ihr das Waschwasser nachfüllt? Oder kontrolliert ihr Öl? Wollt ihr, dass es elektronisch gemacht wird?
schreibt mir das einfach mal. Das kleine Kraftpaket hier übrigens hat 4 Zylinder aus 1,5 Litern Hubraum, leistet 110 kW, was 150 PS sind und hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das ist ja nichts Neues. Das ist richtig, deswegen steht da noch ein kleines E vor dem TSI. Was bedeutet, dass wir hier ein 48 Volt Mild-Hybrid-System haben mittels Riemenstartergenerator. Das heißt, der Anlasser ist weg. Wir haben jetzt nur noch diesen Riemenstartergenerator, der diese Aufgabe übernimmt mit einer 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Das Ganze fungiert dann dazu da, es wird ein bisschen mehr rekuperiert, mehr Energie reingeholt und großer Vorteil, das Segeln funktioniert jetzt auch mit abgeschaltetem Motor. Ja, anspringen tut er sehr einfach und sehr ruhig, also man merkt da gar nichts, dass der Antrieb ausgeht oder wieder angeht. Das ist das Schöne an diesem 48 Volt Riemenstarter-Generator. In der Praxis bedeutet das, ein bisschen boosten kann das ganze System auch untenrum. Das heißt, die Drehmomentkurve wird ein bisschen fülliger untenrum. Er geht schon ein bisschen besser zur Sache, läuft insgesamt sehr ruhig. Auch die Zylinderabschaltung, die das Fahrzeug oder der Motor hier hat, die bekommt man kaum mit. Wirklich nur ganz feine Sensibelchen, die bekommen tatsächlich mit, wenn man im Zweizylindermodus ist und sanft beschleunigt, so ein bisschen ein Ruckeln, ein Vibrieren. Aber gut, sobald man ein bisschen über den Punkt drüber geht, dann sind die Zweizylinder wieder da und schon läuft er wieder schön ruhig und rund. Verbraucht das Ganze natürlich, soll ja Effizienz hervorbringen. Und in meinem Alltagsverbrauch lag ich bei knapp über 5 Litern. Gar nicht mal so verkehrt für einen Benziner, oder? Und wenn ihr sparsam fahren wollt, dann könnt ihr sogar unter 5 Liter verbrauchen. Mein Spitzenwert lag bei 4,4 Liter. Ja, für einen Benziner. Also jetzt kann man wirklich nicht mehr meckern, oder? Wer den Golf 7 kennt und in einen Golf 8 einsteigt und dann mit ihm unterwegs ist, ohne jetzt tatsächlich sich auf das neue modulare Infotainment-Baukastensystem Nummer 3 konzentriert, der wird keinen Unterschied merken. Das kann ich euch jetzt sagen. Der Golf fährt wie ein Golf und ist ja auch die gleiche Bodengruppe. Das wissen wir ja jetzt schon. Somit funktioniert der Golf auch genauso gut, wie er vorher funktioniert hat. Er kann dynamischer fahren, er kann komfortabel fahren, er kann angenehmes Reisen, er kann auch Kurzstrecke. Genau das habe ich jetzt auch alles so sehr gut empfinden können. Der 1,5 Liter TSI Motor hier, der ETSI, in Kombination mit dem Doppelkupplungsgetriebe arbeitet sehr harmonisch, sehr ruhig. Erst wenn man ihn wirklich ausdreht, dann wird er angestrengt vom Klangbild her. Das ist auch dann sehr unschön, finde ich nicht so schön. Angenehmer ist es wirklich, wenn man mit ihm cruist, so ein bisschen eben den Wagen genauso einsetzt, wie er auch gedacht ist zum Spritsparen. Den großen Vorteil, den der Golf 8 ja hat, dadurch, dass er sich aus dem neuen Technikbaukasten eben bedient, ist vor allem das Thema Assistenz. Und genau hier setzen die Kollegen von Motorreport an. Mein Kollege Matthias Luft ist da der absolute Experte und genau deswegen verlinke ich ihn euch, denn der hat auch einen VW Golf gefahren mit dem Travel Assist und der erklärt euch haargenau, wie der Travel Assist funktioniert. Von meiner Seite aus kann ich euch lediglich sagen, er funktioniert sehr gut, er unterstützt genau da, wo ich es möchte und auch wenn ich es nicht möchte, dann lässt er mich in Frieden, wenn ich es alles deaktiviere. Und für viele da draußen wird es eher so sein, er ist einfach der zusätzliche Schutzengel, der an Bord ist oder aber derjenige, der einem gerade mal so ein bisschen das Lenkrad hält, wenn ich dann eine Wasserflasche öffnen muss oder vielleicht gerade aus irgendwelchen Gründen, weil mir der Kopf woanders steht, vielleicht nicht hundertprozentig aufmerksam bin. Genau da unterstützt euch dann der Golf mit dem Travel Assist wirklich optimal. Generation Golf. Die Frage ist nur, welche Generation seid ihr da draußen? Jetzt steht die 8. Produktgeneration vor uns. Nie hat sich aber so viel getan in der Golf-Generation wie jetzt. Komplett digital, auch in der Bedienung anders, nicht mehr so intuitiv, nicht mehr so blind. Tja, wer kommt damit jetzt noch klar? Das ist die große Frage.
Ich bin jetzt knapp 40 Jahre alt und komme so langsam aber sicher in den Bereich, wo ich sage, okay, ich muss mich mehr mit dem System beschäftigen. Ich fahre aber auch viele Autos, die schon sehr digital sind. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie ist es denn mit den Käufern da draußen, mit euch? Würdet ihr mit so etwas zurechtkommen? Würdet ihr sowas haben wollen? Komplett digital, alles nur noch per Touch? Ist das jetzt natürlich wahrscheinlich die Zukunft? Aber ist es auch gewollt? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Denn ansonsten ist der Golf 8 ja eigentlich ein Golf 7 Plus, sage ich jetzt einfach mal. Denn das, was wir kennen an Platzverhältnissen, hat sich nicht verändert. Unter der Haube der ETSI mit 1,5 Liter Hubraum ist ein sehr effizientes Triebwerk geworden, dank Mild-Hybrid-System. Würde ich auch ganz klar empfehlen. Er fährt sich toll, er verbraucht wenig und zieht gut durch am Ende. Naja, 41.000 Euro sind dann auf der Liste, so wie er hier steht, mit allem Schnickschnack, modernste Assistenzsysteme, adaptives Fahrwerk, adaptives Fernlicht. Tja, wer das alles braucht, muss halt tief in die Tasche greifen. Fragt sich nur, sind 41.000 Euro in der Kompaktklasse mittlerweile in Ordnung oder sind sie zu viel? Das dürft ihr mir auch unten in die Kommentare schreiben. Denn jetzt bin ich fertig mit meinen Ausführungen. Jetzt will ich dich euch hören. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert den Kanal, dass wir uns möglichst bald wiedersehen. Und nun sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.